Digitale Bilder anzeigen oder virtuelle Spielwelten berechnen, für Computer von heute ist das eigentlich kein Problem. Umso größer ist der Frust der meisten User, wenn auf dem Urlaubsfoto plötzlich die Akropolis hinter Bildfehlern verschwindet. Oder wenn man beim Bosskampf im Computerspiel an einer unsichtbaren Kante kleben bleibt. Solche Fehler, im Digitaljargon auch Glitches genannt, sind für Ricky Wendler jedoch kein Grund, sich zu ärgern. Als Speedrunner sucht er ganz gezielt nach Glitches in Computerspielen. Nach Programmierfehlern, die es eigentlich nicht geben sollte. Indem er diese ausnutzt, kann er zum Beispiel durch solide Pixelwände wandern, schweben, schneller laufen oder sich direkt ans Levelende teleportieren. Es macht einen enormen Spaß. Gerade wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Glitch gefunden wurde, macht es enormen Spaß, damit rumzuprobieren. Was passiert, wenn ich das benutze? Was macht das Spiel damit, wenn ich damit rumspiele, wenn ich alles Mögliche damit austeste? Stürzt es vielleicht hier ab? Warum stürzt es hier ab? Oder warum reagiert es hier anders, als es dort reagiert? Zocken auf Speedrunner-Art. Das heißt, die vermeintlichen Grenzen von Games zu überwinden und zu versuchen, die Spielregeln auf kreative Weise außer Kraft zu setzen. Längst forscht eine wachsende Community gezielt an Lücken in ihren Lieblingsspielen. Das Ziel der meisten Speedrunner? Einzelne Level oder ganze Games möglichst schnell durchzuspielen. Am besten in Weltrekordzeit. Und wer hier mithalten will, der muss wie Ricky Wendler viel Zeit in sein Hobby stecken. Dann nimmt man sich Gegenstände und man fängt an, die aufeinander zu stapeln und irgendwo sich durch die Wand zu drücken oder zu schauen, ob man sich selbst nicht irgendwo durchschießen kann. Und dann, das geht dann erstmal ein paar Stunden und dann ist das Spiel natürlich erstmal das Spiel selbst in den Hintergrund gerückt. Solche Experimentierfreude verbindet die Glitch-Gamer mit Glitch-Künstlern wie Kim Asendorf. Aber Asendorf sucht nicht nur nach Fehlern, er erzeugt sie auch ganz gezielt selbst. Zum Beispiel, indem er Algorithmen Bilddateien verändern lässt oder indem er Fotos mit Textprogrammen öffnet. So entsteht eine neue Ästhetik, in der Unvorhersehbarkeit und Überraschung eine große Rolle spielen. Ihn fasziniert? Die Strukturen, die zum Beispiel in einem Bilddateiformat, die dem Bilddateiformat zugrunde liegen, dass man die sichtbar machen kann und dass die ihre eigene Ästhetik und ihre eigene Schönheit oder dass die so interessant in ihrer Anordnung sind, dass man es nicht einfach, also das kann kein Mensch einfach so erfinden. Optisch bewegt sich die Fehlerkunst irgendwo zwischen Pop-Art und Pointillismus mit psychedelischem Einschlag. Was als Subkultur von Techniktüftlern und später Designern begann, ist mittlerweile in der Breite angekommen. Rapper Kanye West ließ sich ein Musikvideo im Glitch-Style schneidern. Auf Facebook gibt es Glitch-Gruppen mit tausenden Mitgliedern. Und mit Apps wie Glitche kann mittlerweile jeder Glitch-Art auf Knopfdruck erzeugen. Für Kim Asendorf jedoch geht spätestens hier der künstlerische Ansatz verloren. Der Ursprungsdefinition von Glitch ist dieser Prozess halt eigentlich extrem relevant. Inzwischen geht es eigentlich nur noch ums Resultat. Speedrunner und Glitch-Künstler stellen unser Verhältnis zum Fehler auf den Kopf. Denn nicht nur wer alles richtig macht, kann daraus eine wertvolle Erkenntnis gewinnen. Dass auch Fehler und Fehlschläge einen wichtigen Platz in Wissenschaft und Kultur haben, davon ist der Kulturwissenschaftler Andreas Wollsteiner fest überzeugt. Und daran, dass sich diese Rehabilitierung des Fehlers langsam durchsetzen kann, haben Glitch-Künstler und Speedrunner sicher einen Anteil. Der Wissenszuwachs, der durch konsequentes Planen von Experimentalsystemen zum Beispiel in die Welt kommt, ist gut dokumentiert. Allerdings ist der Wissenszuwachs, der durch Fehler in die Welt kommt, eben nicht sehr gut dokumentiert, ist aber nicht von der Hand zu weisen. Wenn sich also das nächste Mal das heimische Bildbearbeitungsprogramm aufhängt, ist das kein Grund, sich zu ärgern, sondern ein magischer Moment, in dem sich banale Urlaubsbilder in einmalige Glitch-Art verwandeln.